Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hier bin ich bei einem verlassenen Bordell. Dort gab es mehrere Zimmer, wo man mit den Mädels verschwinden konnte. Sowie ein Clubbereich mit Küche und Bar. Ah, okay. Hier war, glaube ich, Küche. Ja, und das hier war dann wie so eine Bar. Hier scheint eine Tür offen zu sein. Ja, da kommt man sogar rein. Okay. Ja, es sieht schon so bordellmäßig aus. Hier ist gleich mal zwei Betten. Und ja, natürlich rot gestrichen, so wie es halt im Bordell ist. Keine Ahnung, ob hier irgendwie eine Liebescouch war oder sowas. Ja, für die anderen Räume brauche ich auf jeden Fall Licht. Da sehe ich sonst nichts und die auch nicht. So, hier geht es ein Stück nach oben. Keine Ahnung, ob da ein Treppenhaus dann ist. Schauen wir mal, was hier hinten noch ist. Hier war noch ein Raum, aber alles voller Decken. Okay, hier geht es nach oben. Nee, die Tür ist abgesperrt. Die ist auch zu. Wir können höchstens nach ganz oben. Vielleicht waren hier die Liebesräume. Ja, hier sind auch noch alte Betten drin. Es riecht auch noch so ein bisschen nach Parfüm, so, ja, wie soll man sagen, Notenduft. Eine Packung Billy Boys. Hier auch wieder eine Dusche. Ja, hier waren überall Zimmer. Schön leuchtend rot. Und mit Glitzer. Ah, die hatte sogar eine Badewanne. Ein größeres Bad. Der Weg hier führte wohl dann zum Club runter. Und hier unten war wahrscheinlich der Club, da konnte man tanzen, Musik hören. Dann ist man hier raufgelaufen in diese Zimmer rein und hat halt hier Brom Chicka Wow Wow gemacht. Hier ist zwar ein Stuhl, das bestimmt man, wenn man hier runterkriegt, auf den Stuhl, auf die Couch kommt man hier runter. Aber ich muss hier auch wieder raufkommen und ich bin alleine. Wenn mir was passiert, dann liege ich hier halt im Bordell. Ein Stockwerk gibt es noch. Das wäre dann quasi der Dachboden. Richtig cool. Hier ist noch Dachterrasse. Und ich sehe gerade, man würde da drüben dann noch reinkommen. Vielleicht war das die VIP-Lounge, wo man dann mit mehreren Frauen verschwinden konnte oder so. Aber ich gehe nicht über das Dach, weil ich weiß nicht, ob es stabil ist. Wie gesagt, ich bin allein unterwegs. Kein Mensch weiß, dass ich hier bin. Keiner kann mir helfen so schnell. Ja, muss nicht sein. Ja, genau, hier haben wir noch nicht reingeschaut. Ah, okay. Vielleicht kommen wir von hier auch in den Party Area. Ah, okay. Hier war, glaube ich,
Küche. Ich weiß nicht, ob es hier was zu essen gab. Hier steht eine alte Kaffeemaschine. Küchenzeile. Ein Tisch. Und hier, denke ich mal, war die Tanzparty-Area. Genau, und von hier haben wir vorhin runtergeschaut. Da muss man gar nicht runterklettern, sondern einfach nur das Haus durchforsten. Ja, und das hier war dann wie so eine Bar. Man erkennt jetzt hier nicht so viel. Hier ist noch ein Podest, da haben wahrscheinlich dann die Damen getanzt. Ansonsten, hier ist bloß noch eine Wand. Hier hinten geht es noch weiter. Hier liegt irgendwas vom Auto oder so. Keine Ahnung. Ja, hier ist wieder Toilette. Offensichtlich eine Männertoilette gewesen. Und hier war, glaube ich, mal der Haupteingang. Da ist man hier reingekommen und dann war man gleich hier in dieser Party-Area. Viel mehr gibt es hier gar nicht zu sehen. Deswegen gehe ich wieder raus und laufe noch einmal ums Gebäude rum. Es ist halt einfach direkt an der Straße. Ja, hier ist eben die Terrasse, dann konnte man da wahrscheinlich auch rein und raus gehen. Und das war's dann auch mit dieser Location. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da für das Bordell. Und ich sage bis zum nächsten Video. Peace und ciao.